Jasmin ist auch da. Haben wir noch einen Rufus irgendwo? Ja. Da hinten? Nein, und da. Unglaublich, Leute, unglaublich. Okay, und ich glaube, dafür gibt es gleich das nächste Hussab. Was machen wir denn? Und so egal ist es. Genau. Ah, wir sind dran. Sehr schön. Schön, wir konnten das erste Mal, wir haben schon mal zusammen gesungen. Aber nur virtuell, jetzt zum ersten Mal wirklich. Und so begab es sich, dass er zuverlässig das Mädchen aus feindlichem Traum befreit. Spoilern, wer hat den ersten Teil noch nicht gespielt? Die müssen weghören. So, und ich denke, genau, es geht los. Thank you.
Das ging ja spontan sehr gut. Nein, das war super. Ich bin total gerührt und ich denke mal, bevor wir was ganz Neues probieren, schieben wir erstmal noch einen Russerteil dazwischen. Was bei mir? Historiker streiten, was wohl auf den Seiten stand hier Träumen und Film. Und wo all die Schrammen und Freuden hergaben, wo den Großzeitzeugen der Nacht erzählt. Ausprobieren. Wer von euch ist im Besitz der Erdner bricht aus Special Edition? Der mit den Entwicklerkommentaren? Echt? So viele? Cool. Ich freue mich. Wer hat den... wer von euch ist auf die schwachsinnige Idee kommt, wirklich in jedem Raum auf meine blöde Visage zu klicken? Okay. Wer von diesen Leuten hat sich gefragt, wie bloß dieses Lied über Sigmund Freud weitergeht? Okay, das könnte interessant werden. Das ist interessant. Teilweise in den Kommentaren gesungen. Okay, ich glaube, ich höre mich einigermaßen. Hört ihr mich? Ja! Ja! Okay, der Song heißt Psychologischer Sieg und das ist auch eure Rolle in dem Stück. Und zwar immer, wenn das der Begriff auftaucht, psychologischer Sieg, dann möchte ich, dass ihr mitsingt. Das schafft ihr. An der richtigen Stelle bitte. Okay, bis jetzt. Wir fangen einfach an. Es war um 1872 in Wien. So ein Typ namens Sigmund lebte in unserer Straße. Er trug eine Brille und studierte Medizin. Ich kann gar nicht sagen, wie sehr ich ihn hasste. Er schlug mich am Flipper, er schlug mich im Schach, er schlug mich bei jeder erdenklichen Sache. Die Niederlagen ihrerseits schlug mir nach und nach auf mein Gemüt und ich schwörte Rache. Ich stahl seine Schlüssel und lockte ihn aus dem Haus, um durch die Veranda-Tür einzusteigen. Mein Herz klopfte Sturm, denn ich wusste es genau. Dieses eine Mal würde ich ihm zeigen. Und so hab ich Sigmund Freud Schachbrett zerknickt. 1-0 für mich, Psychologe. Die Reue blieb nach. Ich fühlte mich allmählich wie ein Verbrecher. Der Scherz, von dem ich mir einst Freude versprach, entpuppte sich langsam als Freundschaftsentsprecher. Ich hörte, er macht jetzt in Psychologie. Da tat es mir leid und ich begann mich zu schämen und schickte ihm eine Versöhnung per Mail. Vielleicht können wir wieder was unternehmen. Doch als er mich einlud in seine Villa, entfachte von Neuem die Rivalität. Sein Pool, sein Gestüt und sein echter Gorilla.
waren wir quitt, doch nur Tage danach stand in der Psychologie heute zu lesen, der Ehrgeiz der Freud Fabergé-Ei zerbrach, sei sicher uretralen Ursprungs gewesen. Er schlug mich am Flipper, er schlug mich im Schach, und jetzt begann er sogar noch mich zu kränken. Ich schlug uretral in einem Lexikon nach, dass ich nicht erfreut war. Stimmt, oder? Ich kann die gar nicht hören.
mir so vor eben. Gitarre verstimmt, Hände hoch. Wer ist dafür, dass die Gitarre verstimmt ist? Wer hat das überhaupt nicht mitbekommen? Okay, cool. Können wir einfach weitermachen. Und zwar gleich mit dem Refrain. Denn für einen Holzweg geht sich die Strecke viel zu steinig. Entschuldigung, ich kann diesen Song nicht spielen, weil ich die Gitarre gar nicht höre. Ist einfach zu laut hier. Draußen wartet und winkt Ariadne, doch als sie
Leiche hager, schorfig und stinkt, senkt sie schnell ihre Arme und flieht. Reinhold fühlt sich fit, als er den Gipfel betritt, nach all dem bitteren Shit am Zenit angelangt. Er weiß, dass er das alles nur dem eigenen Fleiß, seinen Tränen, seinem Schweiß und sonst niemandem verdankt. Und auf dem Gipfel steht Aussichtsgerät, es ist ein Münzverwurf von dieser Art. Die Gottpreis für Heldenmut aus Aussichtspunkten aufstellt tun. Zum Glück hat Reinhold das Liftgeld gespart. Und er sieht bunte Flecken, sein Sichtfeld verdecken. Und beginnt wie wild an der Schärfe zu drehen. Von der Bühne geschmissen, aber bevor wir das machen, noch einmal wie versprochen, danke, dass ihr so toll mitgemacht habt. Ihr seid echt groß. Bevor wir das machen, machen wir noch einen letzten Hussa-Song, und zwar Hussa spot an für Teil 3 natürlich.